Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Forst Let's Play hier im LS17 mit mir, dem Chris LP. Und ja, wir fahren weiter mit unserem JCP 260 in Richtung Forstgebiet. Und ja, da sind wir jetzt dann gleich angekommen und dann werden wir mal den ganzen testen. Vielleicht holen wir uns vorher noch den Schredder ab vom Händler, den habe ich uns jetzt schon mal gemietet in der Zwischenzeit. Und weit ist der Weg ja nicht mehr, da vorne ist das ja schon. Was ich jetzt gerade bemerkt habe während dem Fahren, wir haben vernünftige Spiegel und wir haben auch eine Rückfahrkamera, das ist schon mal richtig mega. Ich bin schon so ein Bobcat, sage ich mal, in Realität gefahren, also das macht richtig Spaß mit den Teilen fahren. Man steuert das Ganze, ich glaube, wir haben die Schaufel hoch und runter haben wir mit den Füßen gemacht, glaube ich, und gefahren. Mir irgendwie anders, ich weiß gar nicht mehr, wie das war so wirklich, aber von Innenansicht schaut das auf jeden Fall so gleich aus, ich kenne es nicht anders. Und wir werden das Ding mal hier abstellen. Ja, das ist unser Häcksler. Den werden wir bald brauchen. Wir müssen das Ganze erst ausfahren, hier starten wäre auch keine sinnige Idee. Dazu haben wir uns noch einen Massey Ferguson MF 7700 geleistet, also den stärksten MF. Damit werden wir jetzt mal Richtung Hof juckeln, Richtung Forstgebiet. Fahren wir. Wir werden einmal über die seichte Stelle im Wasser fahren wieder. So wie ich mit dem Bobcat auch zurück bin, so werden wir jetzt auch fahren. Geiler Innenspiegel auf jeden Fall in dem MF, der gefällt mir so. Also wenn es dann eine Modded Edition noch gibt von dem MF mit Blinker innen drinnen, dass man die sieht, dass sie blinken und so, das wäre mega geil, wenn es das noch gäbe. Mit IC-Steuerung und so ein bisschen mehr Animation, ein bisschen mehr Leben hier drinnen. Boah, dann wäre das ein geiler MF. Gefällt mir jetzt schon. Hat auch einiges am Wumms, muss man ja dazu sagen auch. Und sehe ich gleich aus den Fugen trennt hier. Werden wir uns mal die seichteste Stelle aussuchen, dann werden wir einmal die Landüberquerung starten hier. Wir werden einmal das Wasser brettern und sind drüben, wunderbar. Quälen wir ihn noch mal einmal in den Forst hoch. Da muss man schon sagen, er quält sich doch ganz schön hier hoch. Dass ich noch kein Drive Control drin habe, ich weiß aber, ich glaube, ich habe die Realistik Gewichte Mod drinnen, also deswegen wird er sich wahrscheinlich auch so quälen. Aber auch die Lenkung hier vorne, wie das aussieht, dass man hat eine Cockpit-Ansicht, man sieht sehr viel, muss man sagen. Also wenn man mäht, sieht man glaube ich auch sehr viel mit dem. Von innen hier mega geil. Von hinten so sagen, der Fahrersitz ist schon geil eingestellt. Sind wir jetzt gleich da. Werden wir das ganze Ding auch mal ausklappen. Ich werde mal da heute noch so ein paar kleine Dinge reinschmeißen gleich mal. Hier oben auf irgendeine feste Ebene. Müssen wir mal gleich gucken, wie wir den hinstellen. Hinten dran ist das Rohr. Wie so hinstellen. Das Sinn macht hier oben auch. Wird zum Befüllen auch hinkommen. Oder wir stellen uns anders hin. Den ganzen Ding nochmal um eines drehen hier, dass wir den ein bisschen schräg hinstellen. Den Anhänger packen wir dahinter. Wir werden uns hier mal erstmal reinsetzen, den Motor hiervon anlassen. Häcksler aufklappen. Das Rohr ausfahren.
Das Rohr können wir auch steuern, soweit ich das jetzt hier sehe. Hier abladen, das werden wir im Anhänger machen. Laufen tut er ja schon mal, wunderbar. Den werden wir hier mal ein bisschen wegfahren, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Wir werden uns jetzt dann hier gleich mal so ein paar schnappen. Erstmal den New Holland noch hoch. Mit unserem kleinen Baby-Anhänger. Ich glaube, der wird jetzt dann auch bald das Zeitliche sehen. Mal 100 hier kommen. Ich denke mal, der wird den befüllen. Ja, dann werden wir mal den ganzen starten hier. Ja. Dann werden wir einfach mal sagen, wir nehmen uns die Spitze hier. Einfach mal hier die reintun. Na, willst du nicht, Spitze? Du musst aber hier rein. Leider musst du verschwinden, liebe Spitze. Wo willst du denn nicht? Müssen wir dich anders nehmen irgendwie? Warum will die jetzt nicht hier? Die ja gerne mal hier rauswerfen, damit wir die einmal dass wir die einmal drehen können, das Ganze, dass wir die Spitze einmal so die einmal drehen hier. Es ist besser, wenn wir die Flap bekommt, oder die besser zu packen, wenn wir mit dem dicken Ende zuerst hingehen. Oder müssen wir hier dann Steuerung I, was kann ich, erkennt der den Anhänger oder habe er jetzt was reingeworfen? Aber jetzt müsste den ja irgendwie erkennen. So klein wird der Trigger ja auch nicht sein, denke ich. Irgendwie muss man ja erkennen. Stehen wir noch viel zu weit weg. Kann ja nicht. Dass wir jetzt die Hälfte hier gleich im Boden häckseln und wir nichts rausprobieren. Muss ja normalerweise funktionieren. Wir werden einfach mit unserem Ding hier gleich mal ein paar Bäume fällen. Lup, er fällt, wunderbar. Bisschen in der Nähe bleiben noch. Lup, wunderbar. Funktioniert ja. Baum ist aber lang, leck mich noch mal ein Zipfel, ey. Ja. Blub, die ist verschwunden, wunderbar. Umso weniger Spitzen haben wir hier. Wir werden uns mal so ein kleines Stämmchen hier machen. Geht's ja nicht um Meterware. Holen. Ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt dann auch so, wie ich das mir vorstelle.
Normalerweise müsste es ja funktionieren, so mit dem Hexlern. Das ist jetzt schon bei mehreren gesehen, also normalerweise. Scheiße. Jetzt ist alles verbogen, meine Güte, Werner. Das ist alles verbogen. So. Oder was? Mal gucken. Oder müssen wir hier noch irgendwie das sein, dass wir hier vielleicht noch Steuerung I machen müssen? Aber wir werden es jetzt probieren. Wir werden es gleich sehen, wenn wir mal den Dicken hier reindrücken hier ein bisschen. Wir werden gleich sehen, was er sagt. Naja, abladen tut er. Das funktioniert mal. Soll dann auch normalerweise irgendwann mal selber fliegen. Sieht ihr, das funktioniert. Wow. Oh, der Anhänger füllt sich schnell. Das ist schnell. Oh, da geht's jetzt runter. Also wenn wir den vernünftig befüllen können, den Häcksler, dann denke ich, wird's auch richtig rund gehen mit dem Ding. Ganz entlasten müssen wir ja nicht. Das spielt jetzt hier keine Rolle. Nur ein kleinere Häppchen schon mal das Ganze. Oh, Anhänger dürfte fast schon voll sein. Jetzt sollten wir uns da auch noch was überlegen. Zwecks Anhänger und so. Ah, der ist so mega lang. Aber vielleicht sollten wir uns noch irgendwie eine IT-Runner-Mulde holen oder irgendwie so. Oder gleich irgendwie so einen platzierbaren Haufen hinmachen hier. Oder irgendwie uns eine Halle hier hinmachen. Dass wir das irgendwie hier. Ganz passen hat er noch nicht. Kommt, tut auch nichts mehr. Ich denke, der Anhänger ist voll. Wir werden uns jetzt mal hier. Er wird schon so zum Guten voll sein. Ja, der ist voll. Sollten wir uns doch zum nächsten Ding mal was anderes überlegen hier. Wenn wir den größeren Anhänger hinschmeißen hier. Dann wird das Lager doch ganz schön voll. Aber das würde ich sagen, das seht ihr in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss, Leute.